Herzlich willkommen zu einem weiteren NTAU-TV-Video. Mein Name ist Dennis Mepiel und heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Die Nintendo Switch OLED-Modell. In dem weiteren Verlauf des Videos werde ich auch mal OLED sagen oder OLED. Das werdet ihr schon merken. Ich zeige euch hier in den ersten Sekunden schon ganz nah die tolle Verpackung der Nintendo Switch OLED. Und ja, an sich muss man wirklich sagen, die Verpackung ist wirklich super schön gestaltet. Sie ist sehr süß, also sehr klein, sehr unauffällig, würde ich jetzt mal behaupten. Wobei das Rot, das typische Nintendo-Rot, sticht ja so ins Auge. Das Modell kommt am 8. Oktober gemeinsam mit Metroid Dread auf den Markt. Und ja, ich würde sagen, wir packen mal zusammen hier diese tolle Verpackung aus. Aber wir haben hier nochmal ganz kurz, ganz genau drauf geblickt, was eigentlich drin ist. Ihr findet natürlich die Switch-Konsole, die Joy-Con, egal ob weiß oder neonrot oder neonblau. Dann ein Ladekabel, die Nintendo Switch-Station, Joy-Con-Halterung. Dann gibt es noch die Handgelenkschlaufen und natürlich auch noch das HDMI-Kabel. Hinten habt ihr gerade gesehen, so die Spielweisen, wie man halt mit Nintendo Switch spielen kann. Und natürlich auch hier nochmal, gerade hier für das OLED-Modell, die quasi besten Neuerungen, sage ich jetzt mal. Ein 7 Zoll Bildschirm habt ihr, dann habt ihr einen OLED-Bildschirm und ihr habt eine verbesserte Halterung und ihr habt einen LAN-Port auf eurer Nintendo-Station. Also wie ihr seht hier am Anfang, es wird einem geraten, erstmal die Konsole aufzuladen. Also packt schön die Konsole aus und das Stromkabel und schließt es an eurem Steckdose an, um dann, ja, genau, die Konsole erstmal aufzuladen. Aber wie ihr seht, wir öffnen hier und direkt begrüßt uns hier die Konsole an sich und die tollen weißen Joy-Con. Ja, ich zeige euch nachher im weiteren Verlauf ganz genau die eingepackte, noch verschweißte Nintendo Switch Basiskonsole. Und ich sage euch hier im näheren Verlauf erstmal hier die schönen weißen Joy-Con. Ich muss sagen, dass Nintendo die jetzt mal in weiß herausgebracht hat, finde ich sehr löblich, denn ich mag tatsächlich auch das sehr elegante Weiß, was zu Nintendo eigentlich schon während der Wii-Ära gepasst hat. Und wie ihr seht, die Joy-Con haben sich an sich ja nicht verändert. Sie sind immer noch gleich wie schon 2017 andere Joy-Con. Und das einfach Schöne an neuen Joy-Con ist einfach, ja, die spielen sich so neu. Die Analogsticks sind halt nicht durch die mehreren Monate intensiven Spielen nicht mehr ausgeleiert. Ja, und hier packe ich die Konsole aus. Man muss wirklich sagen, was einem sofort ins Auge sticht, ist natürlich schon diese etwas glattere Oberfläche beim Bildschirm. Wie ihr seht, also das sieht alles sehr glatt aus. Man sieht auch direkt, der Bildschirm ist um im Wesentlichen größer. Und hier seht ihr nochmal die Konsole mit den weißen Joy-Con und die Rückseite, die auch wirklich sehr elegant aussieht. Ja, die allgemein ist die, ja, man muss sagen, es ist matter und es fühlt sich besser an. Und der Aufsteller ist richtig schön. Ich zeige euch den nachher nochmal ein bisschen im Detail. Das kann man wirklich so, ja, so rein und raus schieben, sage ich jetzt mal. Das fühlt sich wirklich toll an. Also wie ihr seht, die Nintendo Switch steht hier wie eine 1, bombenfest. Ihr könnt den Winkel des Aufstellers auch ändern. Das werde ich euch auch gleich in den nächsten Sekunden auch nochmal ausführlicher zeigen. Und ich habe auch mal ein bisschen mal am Tisch gerüttelt, weil ich kenne es ja noch aus Japan bei Zugfahrten, ist meine Nintendo Switch damals immer gern umgekippt. Und dieser Aufsteller hier hält wirklich bombenfest. Also ich bin wirklich unglaublich zufrieden, was Nintendo hier gemacht hat. Besonders lässt sich der Winkel flexibel einstellen. Das heißt, wenn ihr mal eine andere Sitzposition habt, könnt ihr auch den Winkel des Aufstellers verändern, sodass ihr halt, ja, eine andere Position habt. Wie ihr seht, ihr könnt ihr auch nochmal den Winkel ganz niedrig einstellen. Das hat Nintendo wirklich schon sehr gut gemacht und ich bin wirklich vom Aufsteller auch sehr überzeugt. Hier hinten seht ihr ebenfalls, dass es da einen, ja, Micro-SD-Karten-Eingang gibt. Und der, genau, da könnt ihr einfach eure Micro-SD-Karte reintun und euren 64 GB internen Speicher noch mit einer größeren Speicherkarte vergrößern. Hier seht ihr nochmal ein bisschen die Konsole im Genaueren und ja, wie hier nochmal ganz kurz die Oberfläche, ihr könnt es zwar nicht spüren, aber ich habe es hier für euch exklusiv gespürt. Ich finde, es wirkt einfach sehr viel hochwertiger als bei der ursprünglichen Nintendo Switch. Und ja, wir packen hier nochmal ein bisschen weiter die Nintendo Switch aus. An sich, die Anleitung ist auch mit dabei. Das ist schon alles bekannt, was wir schon von der Nintendo Switch oder von der Nintendo Switch Lite kennen.
Und ja, was ihr noch ebenfalls hier seht, sind die ganzen Kabel. Hier seht ihr ein HDMI-Kabel, was ebenfalls mit dabei ist. Das heißt, ihr müsst euch kein Kabel extra kaufen. Hier haben wir ebenfalls das Stromkabel. Das Stromkabel ist ebenfalls sehr, sehr, sehr wichtig, weil ihr könnt aber auch natürlich euer altes Stromkabel nutzen. Das heißt, ihr seid jetzt nicht verpflichtet, es auszutauschen, sondern ihr könnt einfach ja das alte Stromkabel für eure neue Nintendo-Station nutzen. Hier seht ihr ebenfalls die Joy-Con-Halterung. Wow, ebenfalls auch sehr nett. Und die Handgelenk-Schlaufen, die könnt ihr an die Joy-Con dran machen. Und allgemein haben die ein schwarzes Band mit so ein bisschen weißen Pünktchen, sage ich jetzt mal. Passen eigentlich sehr gut zu den weißen Joy-Con, hat einen sehr schönen Kontrast. Gefällt mir persönlich wirklich sehr. Jetzt kommen wir mal zu einem ganz tollen Teil, weil dieses ist die neue Nintendo Switch Station. Die Verpackung ist leer, wie ihr seht. Und die neue Nintendo Switch Station hat auch unter anderem einen LAN-Port hinten. Das werdet ihr sehen. Und die ist ebenfalls fast ganz weiß gehalten, bis der innere Bereich. Ich muss wirklich sagen, mir gefällt die neue Nintendo Switch Station sehr. Ich finde, die sieht sehr elegant aus. Es sieht auch ein bisschen moderner aus. Ich finde auch die Abrundungen quasi in den Ecken, die sind ein bisschen mehr abgerundet als das ursprüngliche Modell. Der Schlitz, wo man die Konsole reinsteckt, ist auch ein bisschen größer geworden, meiner Meinung nach. Also so im Vergleich empfand ich das ein bisschen größer. Die hintere Blende, da war ich ein bisschen schockiert am Anfang, die lässt sich nicht einfach rausklappen, sondern kann man ganz abmachen. Das heißt, ihr könnt nicht einfach so umklappen, sondern man kann sie ganz abmachen. Ich vermute mal, dass man vielleicht gedacht hat, okay, es gibt Spieler, die haben halt eben die Konsole, ach hier seht ihr by the way den LAN-Port, man will hinten zum Beispiel die Kabel neu anschließen und dann ging das mit der Klappe meistens nie und so kann man die Klappe wenigstens ganz abmachen. Das ist so meine Vermutung, aber keine Sorge, so wie ihr seht in dem Video, geht es auch wieder ganz schnell wieder dran. Ja, hier nochmal ein bisschen im Nahen. Das Logo ist eingestanzt. Ich habe immer gedacht vorher, was ich auch vielleicht schöner gefunden hätte, dass die vordere Front vielleicht ein bisschen aus Glas besteht, um diesen eleganten Flair noch ein bisschen besser rüberzubringen. Hier an der Seite seht ihr wieder zwei USB-Anschlüsse und der Innenbereich, der sehr glatt wirkt. Meiner Meinung nach wirkt er wahrscheinlich sehr glatt, weil bei der alten Nintendo Switch Station muss man schon zugeben, der Bildschirm der ursprünglichen Nintendo Switch ist ja auch mal zerkratzt gewesen nach einer Zeit. Deswegen sollte man ja auch immer wieder mal eine Schutzfolie dran machen, was ich hier habe. Und ja, wie ihr seht, so leicht geht die OLED Nintendo Switch auch rein. Was ich ein bisschen blöd fand, muss ich jetzt gestehen, vielleicht war der Schlitz doch zu groß, weil die Konsole hat schon ein bisschen Spielraum. Natürlich im Alltag, sage ich mal, tut man nicht die Konsole da hin und her bewegen. Aber ich fand es, auch wenn mir wirklich die neue Nintendo Switch Station gefällt, ich fand einfach die, also mir gefällt die neue wirklich wesentlich mehr, aber die ursprüngliche, die, ja, da saß einfach die Nintendo Switch ein bisschen besser drin. Aber wie gesagt, das kann vielleicht daran liegen, damit die Konsole nicht zerkratzt. Hier seht ihr nochmal die obere Seite der Nintendo Switch Konsole. Die Knöpfe haben sich oben ganz leicht verändert. Ja, hier seht ihr einen Direktvergleich zwischen der ursprünglichen Nintendo Switch und der neuen OLED Nintendo Switch. Man sieht natürlich auf den ersten Blick, der Bildschirm der OLED Nintendo Switch, die by the way unten ist, ist natürlich viel größer. Was im Video jetzt nicht so gut hervorkommt, ist, die Bildqualität ist um ein Vielfaches besser als die der ursprünglichen Nintendo Switch. Ich hatte wirklich dann das Gefühl, okay, ich will gar nicht mehr zurückkehren, weil die ursprüngliche Nintendo Switch kam mir vor wie ein alter Nintendo DS vor und die Nintendo Switch OLED-Version ist einfach mal, ja, kam mir wie der, Nintendo DSi XL, ja, also man hat einen direkten Vergleich. Ja, also, was lässt sich sagen, allgemein in diesem Unboxing oder in diesem Ersteindruck zur Konsole kann man wirklich sagen, dass Nintendo hier eine Deluxe-Version einer Nintendo Switch herausgebracht hat. Zwar hat diese Konsole nicht eine bessere Leistung, aber man hat versucht, durch einen OLED-Bildschirm doch wesentlich mehr herauszuholen, denn die Farben sind wirklich unglaublich intensiv. Ihr habt auch im Menü, in den Einstellungen, Möglichkeit zwischen lebhaft und Standard auszuwählen. Das gefällt mir persönlich wirklich sehr.
das hat Nintendo wirklich super schön gemacht. Auch, ja, man muss auch sagen, so an sich, das Design, das leicht überarbeitete Design, wirkt einfach erwachsener. Und das ist für mich wirklich die beste Nintendo Switch-Konsole, die es bis jetzt halt auf dem Markt gibt. Und da hat wirklich Nintendo einwandfreie Arbeit geleistet. Natürlich ist es auch schön, dass es auch eine neue Nintendo Switch-Station gibt. Man kann jetzt seit neuestem auch anhand des Betriebssystems Updates drauf spielen, was auch sehr löblich ist, was Nintendo vielleicht in Zukunft damit vorhat, werden wir noch sehen. Was auch gut ist für die ganzen LAN-Kabelspieler. Es gibt nun auch einen LAN-Kabel-Anschluss bei der Nintendo Switch-Station. Das heißt, ihr seid nicht mehr davon abhängig, einen Adapter anzuschließen. Ja, ansonsten, wenn ihr mehr wissen wollt zur Nintendo Switch OLED-Version, dann lest doch unseren Testbericht. Dieser Link ist entweder bei der Videobeschreibung bei YouTube oder nochmal in der Endtau-News verlinkt. Ansonsten besucht ihr einfach nochmal endtau.de. Hier seht ihr nicht nur den Nintendo Switch OLED-Test, sondern auch den Test zum Metroid Dread, denn unser lieber Artis durfte Metroid Dread in den letzten Tagen testen. Also, zögert nicht, besucht auch endtau.de. Und wir wünschen euch viel Spaß, entweder am nächsten Tag mit Metroid Dread oder mit eurer neuen Konsole. Oder vielleicht sogar mit beidem. Wer weiß. Ciao.